Guten Morgen, meine Homies. Du bist eine geile Sache. Ich bin gerade in München und fahre jetzt nach Hause. Let's fucking go! Also ich fahre so in 4 Stunden nach Hause und jetzt gibt's erstmal Hotelfrühstück. Und Hotelfrühstück ist das beste Frühstück. Weil es einfach so geil ist. Das ist jetzt mal Frühstück, es sieht einfach nur Köfte aus. Gut, aber viel. Wow. Alter, die Ananas. 1A. Ich bin gerade vom Frühstück wiedergekommen und habe ungefähr eine halbe Stunde oder so gearbeitet. Und jetzt geht's zum Flughafen. Digga, was für eine Scheiße laufe ich eigentlich manchmal. Jetzt geht's zum Auto. Nein, Spaß. Jetzt geht's zum Bahnhof. Let's go. Sag mal, der sieht sexy aus hier. Oh mein Gott, der sieht so sexy aus. Danke. Meine Happy Hippos von gestern. Habe ich noch 2? Muss ich definitiv mitnehmen. Die kommen erstmal schön in die Jackentasche, Alter. Kopfhörer. Definitiv mitnehmen. Was für eine Scheiße laber ich eigentlich? Mein Laptop. Definitiv mitnehmen. Das Cookie Post Knossi. Muss leider Müll. Schmeckt nicht so geil. Das hier. Habe ich schneller aufgeräumt, als du gucken kannst. Mein attraktiver Freund, ich glaube, ich bin fertig. Und jetzt geht's los zum Flughafen. Bahnhof. Digga, Alter, ich wurde echt weh geschlafen in den Augen. So, oh. Kennt ihr das, wenn ihr, Digga, ich kann auch reden. Kennt ihr das, wenn ihr anderen auf den Bildschirm guckt, so für mehrere Stunden, so was ich eigentlich den ganzen Tag mache, weil ich anderen auf dem Bildschirm arbeite. Aber kennt ihr das, wenn eure Augen wehtun? Ja, das habe ich gerade. Deswegen darf ich heute nicht so oft auf den Bildschirm gucken. Ansonsten gucke ich bald so. Ich denke auch, ich wäre lustig. Ich bin gepackt. Das Zimmer ist aufgeräumt. Wir gucken, ob wir noch irgendwas haben. Nee. Im Badezimmer ist auch nicht. Oh, nein, nein. Nehme ich mal mit. Ein kleines Geschenk für Melly. Das wird hier schön in meine Jackentasche gepackt, wo einfach alles reinkommt. Karte wird gezogen. Und jetzt geht's los zum Bahnhof. Ja, Leute, ich bin für den Shot gerade rein und wieder rausgegangen. Ja, das bin ich, aber ich mache alles für euch. Warte mal. Ich glaube, ich muss auschecken. Ja, ich muss auschecken. Muss man auschecken? Muss man nicht auch eine Karte geben? Ja, ich glaube, ich muss auschecken. Ich checke aus. Guten Tag. Wollt auschecken? Ja, 270. Digga, einfach der geschäftsreisende Bus. Dieses pinkes Licht. München riecht frisch. Noch 15 Minuten zum Bahnhof. Mache jetzt meine Kopfhörer rein und tanze ein bisschen durch München. Heute wird ein richtig guter Tag. Oh mein Gott, ich hab das zu Hause gefunden. Kennt ihr das, wenn eure Playlist so andere richtig geile Happy Musik anhat und dann auf einmal kommt so richtig trauriges und dann seid ihr einfach nur voll in euren Feelings so. Hier ist irgendein fettes Gebäude. Ich versuche jetzt herauszufinden, was das für ein Gebäude ist. Wissen Sie, was das für ein Gebäude ist? Nee? Schade. Entschuldigung. Wissen Sie, was für ein Gebäude das ist? Nein. Nee? Schade. S. Michael heißt es. Wahrscheinlich ist das eine Kirche. Entschuldigung. Können Sie mich kurz filmen, also die Kamera kurz so halten? Für so 2 Sekunden, ne? Guten Morgen! Perfekt. Vielen Dank. Das war's schon. Schönen Tag noch. Das Ding ist, während ich gerade an und getanzt habe, habe ich ein bisschen Zeit verschwendet und habe nur noch 13 Minuten und bin 9 Minuten entfernt. Hoffentlich schaffe ich's. Halt die Fresse. Der Junge dabbt. Und das ist von 1895. Der Junge hat den Dab erfunden. Warum ist München so schön? The fuck? Voll so aus dem Nichts kommt so richtig fettes Gebäude. So krass. Moschala. Taxi. Hier. Wir haben's geschafft! Ich habe jetzt noch ganze 3 Minuten und dann würde der Zug ohne mich losfahren. Das war Zug. Aber der ist 10 Minuten spät. Also hätte ich mich gar nicht hetzen müssen. Jetzt sogar 20 Minuten Verspätung. Was ist denn das? Leute, der Zug ist da! Ich mag Züge! Magst du Züge? Wenn ja, dann schreib's mal in den Kommentar. Weil ich Hunger habe, hole ich mir das einzig wahre. Eine Currywurst. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat diese Currywurst einen Vibe. Angekommen! Kassel-Würze! Die absolut beste Stadt in ganz Deutschland. Ist mir jetzt egal, was du in die Kommentare schreibst. Das ist die beste Stadt in Deutschland. Wir haben den Herkules. Wir haben den Auepark. Die Orangerie. Was haben wir noch? Ich glaube, das war... Hast du das in deiner Stadt? Ich denke nicht. Und deswegen ist Kassel die allerbeste Stadt in Deutschland. Och Mann, es wäre jetzt echt schön, wenn ich nicht mit der Straßenbahn nach Hause fahren müsste. Oh, Melli hat ihr Handy umgelassen. Braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Können die mir kurz sagen, was das hier für eine wilde Karre ist? Ja, ich weiß. Oh, fucking Twingo, Alter. Melli hat gerade gesagt, Sydney, weißt du, was PCR-Test heißt? Melli, was heißt das? Polymerase-Kette-Reaktion. Boah, du bist so unglaublich ein sexy Nerd. Ich kann jetzt eigentlich auch Melli ihr Geschenk geben, was ich aus München mitgebracht habe. Melli weiß auch nichts davon. Du ready? Augen zu, Hand auf. Kannst gucken. Ja, ich weiß, ich bin der beste Boyfriend auf Planet Erde. Und Spaß. Au! Nelly, warum rennst du denn so? Ja.